Herzlich willkommen. All viewers from the English-speaking world, we will now continue absolutely bilingual. Und für alle, die aus dem englischen Bereich jetzt kommen, wir werden jetzt zweisprachig weitermachen. I'm glad you're watching this. Und ich bin sehr glücklich, dass ihr das jetzt anschaut. I'm Pastor Michael from Salzburg. Ich bin Pastor Michael aus Salzburg. And this church is just committed for breakthrough. Und diese Gemeinde hat sich jetzt wirklich, die ist jetzt voll dabei für den Durchbruch. Die ist jetzt im Einverständnis dafür. I'm glad that I did not invite our special guest tonight. Ich bin sehr dankbar und glücklich dafür, dass ich unseren speziellen Gast heute nicht eingeladen habe. Because then it could be my idea. Weil sonst hätte es ja meine Idee sein können. But I believe it's a God idea. Aber ich glaube, dass es die Idee Gottes war. And I believe God invited our guest today. Und ich glaube, dass Gott unseren Gast heute eingeladen hat. Even my acquaintance with this man is a God thing. Also meine ganze Bekanntschaft mit diesem Mann ist schon eine göttliche Angelegenheit. In 2009 I was on two successive days in two states of the United States. 2009, da war ich an zwei sehr interessanten, aufeinanderfolgenden Tagen, an zwei Tagungen. An zwei verschiedenen Tagen war ich in den Vereinigten Staaten. Ich war in zwei verschiedenen Staaten. One day I was in California and the next day I was in Arizona. Also am einen Tag war ich in Kalifornien und am nächsten Tag war ich in Arizona. And two strangers approached me. Und dann haben mich zwei ganz Fremde angesprochen. And said, you have to get to know Plumline Ministries. Und dann haben sie zu mir gesagt, also du musst Plumline Ministry unbedingt kennenlernen. Which was the former name of Sapphire Ministries, or Sapphire Leadership. Und das war der frühere Name, und jetzt heißt es Sapphire Leadership. So, I've never heard about it. Habe ich niemals davor was gehört. So I went home, went to the computer. Also bin ich nach Hause gekommen und habe meinen Computer angeschalten. And watched 50 hours of Arthur's videos of blessings to my spirit. Und dann habe ich mir 50 Stunden lang die Segnungen des Geistes vom Arthur reingezogen. Ordered material. Und das ganze Material. Also habe ich bestellt dann. Went to the customs to Bad Reichenhall. Habe mir das aus dem Buchladen, also beim Zoll in Bad Reichenhall abgeholt. Paid the customs fees to get all the material. Hab den Zoll bezahlt, um das Ganze zu bekommen. And listened. Und hab's mir angehört. And then we began in this church to bless each other's spirit in 2009. Und dann haben wir 2009 in unserer Gemeinde angefangen, uns den Geist zu segnen. Followed a suggestion of him to bless one year, one fruit of the spirit. Und wir haben nach der Empfehlung von Arthur ein Jahr lang eine Frucht des Geistes uns gegenseitig damit gesegnet. Began with love. Da haben wir mit Liebe one angefangen. One year later with joy. Ein Jahr später mit Freude. And so on and so forth. Und so weiter und so weiter. And then in 2012, when I married this wonderful woman. Als 2012, als ich diese wunderbare Frau geheiratet habe. Of course I told her you have to listen to this material. Und natürlich habe ich ihr erzählt, du musst dir das anhören. And she got at least as excited as I was. Und sie war genauso begeistert wie ich. At least. Ja. Mindestens. Wenigstens. So she made the daring proposal. Und so hat sie den Vorschlag gemacht. On our wedding trip. Dass wir auf unserer Hochzeitsreise. To visit his office in California. Dass wir den Arthur und dort in seinem Büro besuchen würden. Yeah, what else do you do on a wedding trip? Ja, was soll man sonst auf der Hochzeitsreise tun? Than to get more blessed. Als noch mehr Segen zu bekommen. So we showed up and. Ja, so sind wir dort aufgetaucht. And we learned about the concept of slavery and sonship. Und dann haben wir etwas sehr Interessantes erfahren über dieses Konzept von Sklaventum und Sohnschaft. And I also picked up the suggestion to what would happen to a church. Und dann habe ich natürlich auch den Vorschlag von ihm aufgegriffen, was würde bei einer Gemeinde passieren? If you would just pursue this and continually teach on the transition from slavery to sonship for a year maybe. Wenn man jetzt da mal eine ganze Weile, vielleicht ein ganzes Jahr dran bliebe und immer diesen Prozess beschreiben würde und darüber zu lehren, wie man aus dem Sklaventum in die Sohnschaft hineintreten kann. So I just began. So habe ich angefangen. Fortunately, there were 62 YouTube videos. Und da waren
Also da waren 62 YouTube-Videos. Which I transcribed and translated. Und die habe ich mir alle angehört und habe es übersetzt und habe alles aufgeschrieben. And based on this, I began to teach you. Und dann auf das hin habe ich angefangen, bei euch zu lernen. From June 2012. Von Juni 2012. Until February 2013. Bis zu im Februar 2013. So, and then last year. Und im letzten Jahr. I got news from Serena. Dann habe ich von Serena jetzt plötzlich was Neues erfahren. That Sapphire Leadership opens an office in Salzburg. Dass Sapphire Leadership in Salzburg ein Büro eröffnet. And so he's now here jetzt in person. Jetzt ist er da, leibhaftig. Please welcome with me. Und jetzt heißt uns herzlich willkommen. A wonderful leader of leaders. Und einen wunderbaren. A wonderful leader of leaders. Einen wunderbaren Leiter für Leiter. A wonderful mentor. Und einen wunderbaren Mentor. A wonderful trainer. Und einen wunderbaren Trainer. And I sincerely request today. Und jetzt wirklich also herzlich. Ich bitte dich. Und jetzt bitte ich dich ernsthaft. Don't be mild on us. Und jetzt sei nicht irgendwie besonders mild zu uns. Treat us as needs be. Und behandle uns so, wie wir es brauchen. We will still love you afterwards. Und wir werden dich aber danach trotzdem weiterlieben. Because the people here are ready to become sons and not stay slaves. Ja, weil hier die Leute wirklich bereit sind, jetzt Söhne zu werden. Please welcome with me Arthur Berg from California in the United States. Lasst uns herzlich Arthur Berg aus Kalifornien begrüßen. Thank you so very much. Herzlichen Dank. It is an honor to work with those who have passion. Es ist eine Ehre für mich, mit denen zu arbeiten, die Leidenschaft haben. And who are willing to invest deeply in their walk. Und wir sind bereit, außerordentlich in ihren Wandel zu investieren. We have a term we use in the United States with dishonor. Wir haben einen Begriff in den Vereinigten Staaten, wie wir umgehen mit Unehre. It's called microwave Christianity. Wir nennen das Mikrowellenchristentum. People want to get there in 60 seconds or less. Menschen wollen instantmäßig innerhalb von 60 Sekunden dorthin gelangen. And our experience is that it's a trip of 100,000 choices. Und meine Erfahrung ist es, dass das ein Weg ist mit 100,000 Entscheidungen. So I'm honored to be here tonight with a man and a congregation that are on a journey. Und ich bin fühle mich geehrt, heute Abend hier zu sein mit einem Mann, mit einer Gemeinde, die sich auf den Weg gemacht hat. The title for this message is Fulfillment versus Barrenness. Der Titel dieser Botschaft heute lautet Erfüllung im Gegensatz zu Fruchtlosigkeit oder zu Unfruchtbarkeit. We chose the title and put it on our website months ago when this was scheduled. Und wir haben diesen Titel, diese Botschaft bereits schon vor Monaten festgelegt. When it came time to actually prepare the message, I looked at that and said, who chose that topic? Aber als es schließlich Zeit wurde, sich darauf vorzubereiten, da fragte ich mich ernstlich, wer um alles in der Welt hat dieses Thema sich ausgesucht? I tried to recreate the discussion. Ich versuchte, das Thema irgendwie neu aufzurollen. Was this his idea? War das vielleicht seine Idee? Did I see something here that needed that topic of barrenness? Vielleicht habe ich hier etwas gesehen, was dieses Thema braucht, Unfruchtbarkeit. I never figured out how we ended up here, but figured I should probably start studying. Aber ich wusste nicht, wie wir hierher gelangt waren, aber wahrscheinlich sollte ich mich da drauf einlassen. So I prepared. So habe ich mich vorbereitet. I found some fire that I didn't expect. Ich habe ein Feuer in mir aufflammen erlebt, womit ich nicht gerechnet hatte. And when I had finished pulling my notes together, I was very dissatisfied. Aber als ich meine Notizen zusammensammelte, war ich noch recht unzufrieden. I just wasn't anywhere near where I needed to be. Ich war nicht annähernd dort, wo ich sein sollte. Something very strange happened during the worship service.
etwas sehr Eigentümliches geschah heute in der Anbetungszeit. I was standing enjoying the worship. Ich stand dort, habe den Lobpreis genossen. And I unexpectedly felt the spirit of prophecy rise up within me. Und auf einmal spürte ich, wie der Geist der Prophetie sich in mir erhob. But it was strange. Aber es war seltsam. It was as though the spirit of prophecy was seated. Es war, als ob der Geist der Prophetie gesessen wäre. Tried to get up. Versuchte sich zu erheben. And discovered that it was chained to the chair and it sank back down. Und rausfand, dass er an den Sitz gekettet ist und dass er sich hinsetzen musste. But that wasn't the sad part. Aber das war nicht der traurige Teil. It's as though the spirit of prophecy had been chained for a long time. Es ist, als ob der Geist der Prophetie schon lange festgekettet wäre. And knew that it was pointless to try to get up. Und wusste, dass es vergeblich wäre, sich zu erheben. But the word from the Lord was so strong that for a second I forgot. Aber das Wort vom Herrn war so stark, dass ich für einen Augenblick es vergessen habe. And I tried to get up, and then there was that sense of futility. Oh, I forgot that it's pointless. Es war so, als ob er versuchte, sich zu erheben, und dann sagte, ach ja, es hat ohnehin keinen Sinn, ich setze mich wieder. I tried to process it. Ich habe versucht, damit klarzukommen. I had every reason to believe that the prophetic word is welcome here. Ich habe jeden Grund anzunehmen, dass das prophetische äußerst willkommen hier ist. This morning, pastor came to me very specifically and told me very clearly I had complete liberty here. Und heute Morgen hat euer Pastor mir ausdrücklich gesagt, ich habe hier jede Freiheit, die ich brauche. So I knew it wasn't a problem with him. Ich wusste, an ihm kann es nicht liegen. It wasn't any limitation from you. Und auch nicht eine Begrenzung, die ihr an das Ganze herantragt. And it certainly wasn't any offense on my part. Und natürlich liegt es auch nicht daran, dass ich irgendwie da eingeschnappt wäre oder beleidigt wäre. I walk in the office of prophet. Ich bin unterwegs im Dienst, im Amt des Propheten. I do not do prophecy on demand. Ich liefere keine Prophetien auf Bestellung ab. People write the office and say, give me a prophetic word about this or that, and they don't get it. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen, gib mir eine Prophetie, dann bekommen sie wohl keine. I'll go months at a time without prophesying, but when the spirit of prophecy comes upon me, I deliver the word. Es kann Monate dauern, dass ich nicht prophezei, aber wenn der Geist der Prophetie auf mich kommt, dann werde ich es tun. So I pondered. Also habe ich innegehalten. And it happened a second time. Und es ist nochmal geschehen. And I wept over the futility. Und ich habe über die Vergeblichkeit geweint. And a third time. Und es geschah ein drittes Mal. I said, Lord, what? Und ich sagte, wie kann das sein? He said, this is the picture of the church in the city. Und er sagte, das ist ein Bild der Gemeinde in dieser Stadt. The gifts of the church are chained. Die Gaben der Gemeinde sind festgekettet. They can do a few things. Sie können ein bisschen was ausführen. They can minister sitting down. Sie können dienen, sie können sich wieder hinsetzen. But the gifts of the church in the city are not allowed to flow. Aber die Gaben der Gemeinde in der Stadt sind nicht erlaubt, dass sie fließen. It was the Holy Spirit who chose this message. Der Heilige Geist wusste genau, was er tat, als er diese Botschaft aussuchte. I'll share with you some of the history. Ich möchte ein bisschen deine Geschichte, den Hintergrund deines Wandels teilen. But first let's walk through the theological foundations.
Aber lass uns erstmal durch die theologischen Grundlagen gehen. There's two reasons why the issue of barrenness is a serious issue. Ich möchte zunächst mal klarlegen, warum das Thema Unfruchtbarkeit so ernst ist. First of all, the first command that God gave to mankind was to be fruitful and multiply. Der erste Befehl, den Gott der Menschheit gegeben hatte, war: Seid fruchtbar und vermehrt euch. Being fruitful isn't just an incidental thing. Fruchtbar zu sein, das geschieht nicht einfach so. It's intensely at the center of God's passion for mankind. Das liegt zentral im Herzen von Gottes Absicht für die Menschheit. There's a second reason. Es gibt einen zweiten Grund. That it's that barrenness is endless when it is present. Die Unfruchtbarkeit ist endlos, wenn sie da ist. Proverbs chapter 30, verses 15 and 16. In Sprüche 30, Vers 15 und 16. There are three things that are never satisfied, four that never say enough. Das sind drei Dinge, die niemals genug bekommen, vier, die niemals sagen, es ist genug, es reicht. The grave. Das Grab. The barren womb. Der unfruchtbare Mutterleib. Land, which is never satisfied with water. Land, das niemals genug Wasser bekommt. And fire, which never says enough. Und Feuer, das niemals sagt genug. It is not just a incidental thing or inconvenient thing or sad thing when there is barrenness on the face of the earth. Es ist nicht einfach nur unvorteilhaft oder Pech oder irgendwie unglücklich, wenn gerade mal Unfruchtbarkeit auf der Erde ist. It is a deep tragedy. Es ist eine tiefe Tragödie. With that in mind, let's look at two different stories in Scripture where barrenness came in and understand why. Wollen wir uns zwei Geschichten anschauen in der Schrift, wo Unfruchtbarkeit der Fall war, und schauen wir mal, warum. The first is the story of Jacob. Das erste ist die Geschichte von Jakob. Let's walk through the familiar storyline. Gehen wir durch die uns bekannte Geschichte durch. He and his mother stole the blessing. Er und seine Mutter haben den Segen gestohlen. It was arranged for him to go away to Padan-Aram for a while. Es wurde von ihm arrangiert, dass er nach Paran Aram gehen würde. On the way there, he stopped at a place called Bethel and spent the night. Dort hielt er in Bethel und verbrachte die Nacht. And he had a vision of the ladder and the angels. Und dort hatte eine Vision der Himmelsleiter, auf denen die Engel auf und ab gingen. And in the morning, he said something very significant. Und am Morgen sagte etwas sehr Erstaunliches. He said, I didn't know this place was a gateway to heaven. Ich wusste nicht, dass dieser Ort die Pforte, die Tür des Himmels ist. He understood that it wasn't a vision, it was a reality. Er verstand, dass es keine Vision war, er verstand, dass es sich um eine Realität handelte. It wasn't just that God had visited him during the night, but that place had unusual spiritual characteristics. Es war nicht nur so, dass Gott ihn einfach mal besucht hatte während der Nacht, sondern dieser Ort hat eigentümliche Kennzeichen aufgewiesen. So, he continued on the journey and arrived at Padan-Aram. So zog er weiter, kam nach Padan-Aram, fell in love, verliebte sich, got married, heiratete, got cheated, wurde betrogen, got married a second time, hat nochmal geheiratet. All of that drama that you know. All das Drama, von dem du Bescheid weißt. After 20 years, God says, I want you to go back to Bethel. Nach 20 Jahren sagte Gott, kehre nach Bethel zurück. And God gave him very specific instructions. I want you to go back there and settle. Und Gott gab ihm sehr spezifische Anweisungen. Ich möchte, dass du dort dich niederlässt. The Hebrew word is of putting down roots. Auf Hebräisch heißt das Wurzeln schlagen. Of staying there. Dort bleiben. Now understand, that's not where his father was. Verstehe, dass es nicht da war, wo sein Vater sich befand. Isaac was still alive, but he was living somewhere else, not near Bethel. Isaac war noch am Leben, aber er lebte nirgendwo nahe Bethel.
God was crystal clear that he was not coming back to his father, not coming back for himself. Isaac war sich sicher, dass er wegen seines Vaters nicht zurückkehrte und auch nicht wegen sich selbst. He had a mission for God. Denn er war auf einer, er hatte einen Auftrag von Gott zu erfüllen. Beth-El means house of God. Denn Beth-El heißt ja Haus Gottes. And God needed a righteous man to be on the land. Und Gott brauchte einen gerechten Mann auf dem Land. So Jacob left. Also ist Jakob gegangen. He did a pretty good job of leaving. He did a very poor job of arriving. Das Fortziehen, das hat er gut angestellt, aber dort ankommen, das ist ihm nicht so gelungen. He got out of Padan Aram, got away from his uncle, his father-in-law. Er ist nach Padan Aram gezogen, ist von seinem Onkel, von seinem Schwiegervater weitergegangen. He didn't go anywhere near Bethel. Er ist nicht nahe Bethel gegangen. He settled down in a place called Succoth, there by the Jordan River. Er ist an einem Ort namens Succoth nahe des Jordans, hat er sich hier niedergelassen. There was lush pasture for his cattle, and it seemed appropriate. Dort gab es üppige Weideflächen, das schien ganz passend. We don't know how long he stayed there. Und es ist nicht bekannt, wie lange er dort geblieben ist. We don't know why he moved. Wir wissen auch nicht, warum er sich weiter bewegt hat. We can guess that maybe he didn't like the climate. Und wir können denken, dass er vielleicht das Klima nicht gemocht hat. Because he moved from there to Shechem. Denn von dort ist er nach Sichem gezogen. And Shechem was a plateau pasture land, very similar to Padan Aram. Und Sichem war ein ähnliches ebenes Weideland wie Padan Aram. So he settled there. Dort hat er sich also niedergelassen. Raised his family. Hat seine Familie aufwachsen lassen. Raised cattle. Hat Viehzucht betrieben. Bought, sold, got rich. Hat gekauft, verkauft, ist reich geworden. And he didn't go to Bethel. Aber er ging nicht nach Bethel. And God was patient with him for a long time. Und Gott hatte lange Zeit mit ihm Geduld. How long? Wie lange? Well, let me give you some ideas. Lass mich dir einige Vorschläge machen. I went back to the time of in Padan Aram and when he married and had children. Ich bin zurückgegangen zur Zeit von Padan Aram, als er geheiratet hat, Kinder hatte. And calculated the numbers to see when Dinah was born, his daughter. Haben wir mal die Zahlen durchgerechnet, um zu sehen, wann seine Tochter Dana geboren wurde. And if my numbers are correct, she was born just before he left Padan Aram. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann ist sie gerade unmittelbar geboren, ehe er Padan Aram verlassen hat. She could have been anywhere from a few weeks old to at the most 1 year old when they left. Als sie loszogen von dort, war sie vielleicht ein paar Wochen alt, gerade mal, oder höchstens ein Jahr alt. So you fast forward to the incident in Shechem. Also springen wir mal vor in die Begebenheit von Sichem. His daughter Dinah went into the city alone and got into trouble. Seine Tochter Dana hat sich alleine in die Stadt begeben und ist in Probleme geraten. How old do you have to be to go into a city alone and get in trouble? Wie alt musst du sein, um alleine in eine Stadt zu gehen und dich in Probleme zu bringen? One would guess she was at least 12 or 13 years old. Also 12, 13 muss sie mindestens gewesen sein. Maybe 15, maybe 20. Vielleicht 15, vielleicht 20. The exact date doesn't matter. What is clear is Jacob wasn't going towards Bethel. Das exakte Alter spielt keine Rolle, aber eins muss uns klar sein. Jakob hat keine Anstalten gemacht, lange, 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 irgendwie sich nach Bethel zurückzubegeben. And God was patient. Und Gott hatte Geduld. There's no record of God scolding him. Wir lesen nicht davon, dass Gott ihn zurechtgewiesen hätte. God didn't take the assignment away from him. Gott hat nicht den Auftrag ihm wieder abgenommen. God waited. Er wartete. She got in trouble. Sie geriet in Probleme.
Simeon and Levi committed genocide there at Shechem. Simi und Levi haben dort einen Massenmord begangen. And Jacob said, "Oh no, we're going to have to move." Und Jakob dachte sich, oh nein, es ist Zeit, wieder loszuziehen. We got to get out of here because we made a lot of enemies. Am besten, ja, sind wir schnell wieder weg, denn wir haben uns hier viele Feinde gemacht. I've got an idea. Why don't we move to Bethel? Ich habe eine Idee, warum begeben wir uns nicht nach Bethel? He finally, kind of accidentally, after years, decided to be obedient. Nach Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, kommt er plötzlich auf einmal ganz überraschend auf die Idee, er könnte ja mal gehorsam sein. It wasn't overly noble. Das war nicht sehr ehrenwert. He was actually just running away from angry neighbors. Im Grunde genommen ist er nur von wütenden Nachbarn davongelaufen. When he got to Bethel, he realized this was a God assignment, so he probably should act. Als er nach Bethel kam, da dachte er, das ist wahrscheinlich Gott, der ihn hier beauftragt hat, also sollte er sich ein bisschen zusammenreißen und sich ein bisschen heilig geben. Do you remember that incident when he was leaving Laban? Erinnerst du dich daran, als er Laban verließ? Where his beloved wife Rachel had stolen daddy's idols? Wo seine geliebte Frau Rahel Papas Götzenfigurinen mitgehen hat lassen. And she lied and pretended she didn't have them. Und danach gelogen hat, ich weiß nicht, von was du redest. So Rachel has these idols all these years. Also hatte Rahel diese Figurinchen die ganzen Jahre über. One would assume that maybe Rachel was worshiping these idols all those years. Man kann nicht ausschließen, dass Rahel auf die Idee kam, diese Götzenfiguren auch mal anzubeten. Anyway, when he arrived in Bethel, he got all self-righteous and said, you know, we've got to get rid of these idols. Als Jakob nach Bethel kam, da wurde er auf einmal ganz selbstgerecht und da sagte, okay, jetzt müssen wir mal diese Götzen hier loswerden. So they gathered up all the idols and they buried them under a tree there. Also hat er die ganzen Götzen zusammengeklaubt und sie unter einem Baum verschwinden lassen, eingegraben. Then he decided to, you know, do a God thing. Dann dachte er, okay, ich mache was Gottgemäßes. So he built an altar and he did a sacrifice and reestablished his covenant with God. Er baute einen Altar auf, er brachte ein Opfer da und betete Gott an. Once the religious stuff was taken care of, he went back to being a businessman. Nachdem also das ganze Religiöse sich gekümmert war, hat er sich entschieden, Geschäftsmann zu werden. He looked around and checked out the neighborhood and was distinctly unimpressed. Er hat sich umgesehen in der Nachbarschaft und war außerordentlich unbeeindruckt. Bethel is not exactly a booming metropolis. Denn Bethel ist nicht gerade das, was man eine florierende Weltstadt nennen könnte. It was a very small community. Relativ kleine Gemeinschaft dort. It was fairly isolated. Ziemlich isoliert. Kind of up on a mountain ridge. Ja, da Berge gibt's dort auch. You know, there wasn't really good grazing for the cattle in this mountain range. Und da in dieser gebirgigen Gegend, da gab es auch nicht so geeignete Weideflächen fürs Vieh. And any time he wanted to trade cattle, he was going to have to, you know, take them down the mountain in an awkward way. Und immer wenn er Viehhandel betreiben wollte, dann musste er sie so Bergpfade runterbringen. Das war schon ziemlich anstrengend. So he looked at the problem and pondered it. Also hat sich das Problem angeschaut, hat ein bisschen drüber nachgedacht. Decided the solution was to move. Und hat gemerkt, es wäre wohl die geeignete Lösung, weiterzuziehen. Ja. Mm. Now let's look at the situation. Schau dir die Situation an. He was wealthy. Er war wohlhabend. And when you're wealthy, you have options. Und wenn du wohlhabend bist, dann hast du Optionen.
His desired position was to be a cattle trader. Seine bevorzugte Beschäftigung war es, Viehzüchter zu sein. That's what he knew. Da kannte er sich aus. That's where God had done miracles for him. Da hat er Gottes Wunderhand erlebt. That's what he had sons to help him do. Da hatte er die geeigneten Söhne, die mal Hand anlangen. That's what he wanted to be. Das wollte er sein. But the reality is, he didn't have to be. Aber Tatsache ist, er musste das nicht sein. He literally could have sold all of his cattle and started another business. Er hätte buchstäblich all sein Vieh verkaufen können und ein anderes Geschäft beginnen können. He had options. Er hatte Möglichkeiten. Let's talk about the chairman of Volkswagen. Schauen wir uns den Chef von VW an. There was a big political battle at Volkswagen, and after decades he got fired. Und wir wissen, es gab viel politisches Gerangel bei Volkswagen und nach Zehnten ist er jetzt, ja, seinen Job los. So now what? Und jetzt? It's entirely possible that he'll retire, but it's not likely. Es ist gut möglich, dass er in Ruhestand geht, aber ehrlich gesagt nicht sehr wahrscheinlich. He has money. Denn er verfügt ja über Geld. He has connections. Er hat Beziehungen. He has a reputation. Er hat einen Ruf. And the probability of his going home and sitting back and relaxing is very small. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er nach Hause geht, im Lehnstuhl sitzt und es sich gemütlich macht, ist äußerst gering. He has options. Er hat tatsächlich Möglichkeiten an der Hand. Jacob had options. Jakob hatte Möglichkeiten an der Hand. It would not have been that bad for him to change professions in order to fulfill the assignment of God on his life. Es wäre nicht schlecht für ihn gewesen, seinen Beruf zu wechseln, um Gottes Berufung für sein Leben auszuleben. Natürlich ein bisschen mühsam, da ein bisschen was zu verändern, aber nicht unmöglich. But he chose not to. Aber er entschied sich, es nicht zu tun. And one of the most disastrous decisions of his life, he left Bethel. Und eine der verheerendsten Entscheidungen seines Lebens, er verließ Bethel. God had designed him for the land. Gott hatte ihn bestimmt und berufen für dieses Land. He had an assignment on the land. Er hatte einen Auftrag auf diesem Land. God tolerated his taking 10 to 20 years to get to the land. Gott hatte sich die Mühe auf sich genommen, 20 Jahre zu warten, bis Jakob sich zu diesem Land hinbequemt. God forgave the fact that he wasn't passionate about his assignment. Gott hatte sogar darüber hinweggesehen, dass Jakob nicht gerade eine Leidenschaft entwickelte für diesen Auftrag. But when he turned his back on his assignment and walked away, God said, that's bad. Aber als er dieser Berufung den Rücken zuwandte und sich wegwendete, da sagte Gott, das ist schlimm. From that time on, his life became barren. Von diesem Moment an wurde Jakobs Leben unfruchtbar. Shortly after leaving Bethel, his beloved wife died in labor. Kurz nachdem er Bethel verließ, starb seine geliebte Frau Rahel in den Wehen bei dem Gebären des Kindes. He found another place to pasture his cattle. Er fand einen anderen Ort, wo er Viehzucht betreiben konnte. But there was division in the family between Joseph and the others. Aber da gab es Spaltungen in der Familie wegen Josef und den anderen Söhnen. Joseph vanished mysteriously. Josef verschwand auf geheimnisvolle Weise. There's famine. Hungersnot kam. We have a whole drama of going down to Joseph, going down to Egypt. Wir haben dieses ganze Drama, wie er dann nach Ägypten kommt. And Jacob stands before Pharaoh and says, "Few and miserable have been the days of my life." Dann steht schließlich Jakob vor dem Pharao und sagt ihm, wenige und jämmerlich waren die Tage meines Lebens. That's not entirely true. Das ist nicht ganz wahr. Miserable has been the last half of his life since he left. Jammervoll war die zweite Hälfte seines Lebens, seit er Bethel verlassen hatte. Let's park that story. We'll come back to it in a bit, but just wanted to refresh your memories. Wollen wir diese Geschichte mal nun eine Weile auf die Seite legen? Wir kommen darauf zurück und gehen mal weiter.
Another familiar story. Eine weitere sehr bekannte Geschichte. David and Saul's daughter Michal. David und Sauls Tochter Michal. This was young love, first love, intense love. Das war junge, intensive, leidenschaftliche erste Liebe. She loved him first. Sie hat ihn zuerst geliebt. He loved her. Er liebte sie. He heroically risked his life to buy the bride that he loved. Er hat heldenhaft sein Leben aufs Spiel gesetzt, um die Braut zu erwerben, die er liebte. She saved his life when her daddy wanted to kill him. Sie rettete seine Haut, als Papa ihn um die Ecke bringen wollte. When he fled to Moab for asylum, she had to stay behind. Als er nach Moab floh, um Zuflucht zu finden, da blieb sie zurück. Her daddy was furious and he divorced her without her permission. Ihr Vater war fuchsteufelswild. Er hat sie von David praktisch geschieden, ohne ihre Erlaubnis. And then daddy married her off to somebody else, just to spite David. Dann hat Pa sie an eine andere verheiratet, ja. In the wilderness, David picked up another wife or two. In der Wüste umherziehend hat David sich dann ein paar andere Frauen aufgenommen. He became crowned king of Judah and got another wife or two or three there. Er wurde danach König von Juda, hat zwei oder drei mehr Frauen bekommen. And when one of the military officials from Israel came to him and said, "Let's merge the two kingdoms." Und als einer der Militärbeauftragten zu ihm kam und sagte, "Lass uns die beiden Königreiche zusammenführen." He said, "I'm open, but we need to negotiate." Er sagt ja, ich bin offen dafür, aber wir müssen noch verhandeln. Wir müssen noch was abklären, bevor wir die beiden Nationen zusammenführen. He said, but there's one thing that's not negotiable. Er sagte, eines ist aber unverhandelbar. I will not even see your face unless you bring my wife back to me first. Then we'll talk about nations. Und zwar, ich werde dich nicht ein zweites Mal anschauen, ehe du nicht meine Frau Michal zu mir zurückbringst, und dann können wir uns überlegen, was wir dann machen. You can almost make a love story out of that, you think? Aus dem könnte man eine schöne Liebesgeschichte machen, oder? This guy's got some passion for his wife. Dieser Mann David hat echt Leidenschaft für seine Frau. So time passes. Zeit vergeht. The nations are united. Die Reiche werden zusammengeführt. David is king over everything. David ist herrscht über alles. Decides to bring up the ark. Und entscheidet sich, die Bundeslade herbeizubringen. You know the story. Ihr kennt die Geschichte. First attempt was well-intentioned, but poorly thought out. Der erste Versuch war gut gemeint, schlecht gemacht. The ark is in the house of Obed-Edom. Die Lade befindet sich im Haus von Obed-Edom. Obed-Edom, by the way, was a Gentile, a Gittite. Übrigens, Obed-Edom war ein Heide, ein Gittiter. David was so mad at God for messing with his party that he just dumped the ark off at the nearest house, whether it was a Gentile or Hebrew. He was just mad. David war nach dem ersten Versuch so wütend für Gott, dass er den nächstbesten Unterschlupf nahm und halt bei dem Haus vom Obed-Edom die Lade unterstellte. But David's emotions move quickly in all sorts of directions. Aber die Empfindungen, Gefühle von David haben sich ja ziemlich schnell in alle möglichen Richtungen geäußert. 90 days later, there's so much blessing in Obed-Edom that all of Israel is talking about it. 90 Tage später ist Obed-Edom so fett, so unverschämt gesegnet, dass ganz Israel über ihn redet. All of Israel found out about it without Facebook and Instagram. That's impressive. Und ganz Israel wusste Bescheid ohne Facebook und Instagram. Und das ist wahrscheinlich sehr erstaunlich. So David got over being mad and decided to be jealous. Und das machte David doch ein bisschen eifersüchtig, als er sah, was die Bundeslade ihm für Segen brachte. He wanted the blessing, not some er wollte den Segen der Lade haben, nicht so ein Heide da. So he puts together the plan. Also bringt er den Plan daher. Wir werden erstmal mit dem Priester sprechen und rausfinden, wie Gott zufrieden ist. And all God required was one little thing. Und Gott verlangt dir nur eine Kleinigkeit. Have the Levites carry it instead of putting it on an ox cart. Lass die Leviten die Lade tragen, anstatt dass ein Ochsengefährt das die Lade transportiert.
Und nachdem wir Gott zufriedengestellt haben, müssen wir jetzt noch David zufriedengestellt sehen. And David's wish list was like a whole lot bigger than God's. Und die Wunschliste von David, die war ein bisschen länger wie die von Gott. So they're going to do the second one up bigger than the first one. Also werden wir die zweite Aufgabe bewältigen, die ein bisschen umfangreicher ist. You have the Levites and the priests. Du hast die Leviten und die Priester. The government officials, du hast die Regierungsbeamten, the military leaders, die Militärführer. David, the musician, put together an orchestra. David, der Musiker, hat ein großes Orchester zusammengestellt. Actually a marching band, if you will. Tatsächlich so eine Marschierkapelle. Personally wrote the music. Hat persönlich die Musik komponiert. And then there were the sacrifices. Und dann gab es die Opfer. According to 2 Samuel 6, every time they had gone 6 meters, they offered another sacrifice. Gemäß 2. Samuel 6 haben sie alle 6 Meter ein Opfer geschlachtet. Now the historians have calculated the distance from Kiriath Jearim up to Jerusalem. Die Historiker haben die Entfernung von Kiriath Jearim nach Jerusalem mal ausgerechnet. They don't know exactly where the Gittites' house was. Sie wissen natürlich nicht genau, wo das Haus des Gittiters gestanden hat. So they subtracted a certain amount, but it was a guesswork. Also haben sie ein bisschen was unter den Tisch fallen lassen. Aber selbst wenn man das abzieht, but if there was a sacrifice every 6 meters, there were between 2,000 and 3,000 sacrifices. Und ein Bulle geschlachtet wurde, geopfert wurde alle 6 Meter, dann waren das zwischen 2.000 und 3.000 Schlachtungen. Now, I'm a businessman. Nun, ich bin ein Geschäftsmann. I understand logistics. Ich verstehe was von Logistik. This is your event. Das ist deine Feierlichkeit. And we start planning backwards, backwards, backwards to all the things that have to be put in place before we get there. Und damit dieses Ereignis gut wird, müssen wir so und so lange vorausplanen, damit das auch gut läuft. So I'm doing the businessman thing here. Also mache ich jetzt mal was Geschäftliches zu tun. 3000 bulls, no big deal. 3000 Bullen, Kleinigkeit. There's that much cattle in Israel and David's got that much money. Not complicated. So viel Vieh gibt's durchaus in Israel und David ist vermögend, also kein Problem. 3000 altars. 3000 Altäre. Made out of stone. Aus Stein aufgerichtet. Now we got a problem. Jetzt haben wir ein Problem. That's a lot of stone, that's a lot of labor, that's a lot of ox carts. Das sind viele Steine, das sind viele von Ochsen gezogene Steinlieferungen. How long did it take to build 2,000 to 3,000 stone altars? Wie lange braucht es, 2,000 to 3,000 Steinaltäre zu errichten? Then we have the firewood. Dann brauchen wir das Feuerholz. Plenty of trees, not that big a problem, but still we gotta cut and haul and get them there. Viele Bäume, naja, nicht so schlimm, aber immer man muss sie fällen, man muss sie dahin bringen. Oh, we've got Kleinspalten. 3,000 knives big enough to kill an ox. Dann brauchen wir noch die Wenigkeit von 3000 Messern, die funktional genug sind, einen Bullen da zu schlachten. Did you put in a special order with the Philistines for an extra 2000, or did you raid everybody's kitchen? Hast du eine besondere Lieferung an die Philister gesandt, um an die zu den 2000 Messer zu kommen, oder hast du 2000 Küchen mal den Bestandteile konfisziert? You know, maybe they didn't need that many. Maybe they had runners. Aber vielleicht brauchten sie ja gar nicht so viele Messer. Vielleicht hatten sie ja Läufer. Maybe there were only 20 knives, but as soon as this bull got killed, a runner, you know, ran up to this other altar to. Viel effizienter wäre es ja gewesen, nur mit 20 Messern zu schlachten und nachdem der Ochse da drüben, ihr wisst schon. I mean, läuft davor. We got some logistics here. Aber hier gibt es einiges an Logistik. Oh wait, we've got 3,000 fire pots to set fire to the sacrifices.
Und dann brauchen wir noch 3000 Feuertöpfe, damit du die Opfer auch richtig schön ja, in Flammen setzen. So. This is a project. Ich möchte euch mal vor Augen führen, das war ein Projekt. He's got a lot of emotional energy invested here. Der hat hier einiges an emotionaler Energie investiert. A lot of government funds. Bisschen viele ja, Regierungstöpfe praktisch finanziell dafür verwendet. A lot of men that didn't get to show up to work because the king drafted them to work on his project. Eine ganze Reihe von Männern, die nicht ihren normalen Job nachgehen konnten, weil der König sie eingezogen hatte für sein Projekt. In the end, it came together. Aber am Ende hat es umgesetzt. Now, David had a lot of expectations. David hatte große Erwartungen. And expectations produce results in a person. Und Erwartungen führen zu Resultaten in einer Person. You achieve your expectations, it raises your energy level. Du erreichst deine Erwartungen und das hebt dein Energielevel. You fail to meet your expectations and it's very discouraging. Aber wenn du deine Erwartungen nicht erfüllen kannst, dann ja, ist es sehr entmutigend. David apparently met his expectations. David hat wohl seine Erwartungen erfüllt. He kept looking over his shoulder, but God appeared to not be angry this time. Er hat vielleicht über seine Schulter geschaut, aber Gott schien nicht sauer zu sein diesmal. And by the time they got into Jerusalem, he was excited. Und bis sie nach Jerusalem kamen, war er begeistert. He was dancing with all of the passion that a strong man has in serving his God. Er hat getanzt mit all der Leidenschaft, die ein starker Mann in sich trägt, um seinen Gott anzubeten. You know the rest of the story. Und er kennt den Rest der Geschichte. He got home and his wife said, really? Und er kam nach Hause und seine Frau hat sich gesagt, hat's das wirklich gebraucht? And God cursed her with barrenness. Und Gott hat sie verflucht mit Unfruchtbarkeit. Now let's tie these two stories together. Lass uns diese beiden Geschichten miteinander verknüpfen. What brings barrenness into an individual's life or into a church or into a community? Was bringt Unfruchtbarkeit in das Leben eines Einzelnen, in eine Gemeinde und auch in eine ganze Region oder eine Stadt? In a single sentence, it is not sharing God's passion. Und in einem einzigen Satz ist es nicht Gottes Leidenschaft zu teilen. Jacob is passionate about cattle. Jakob war leidenschaftlich bezüglich der Viehzucht. And God was passionate about the spiritual dynamics of land. Und Gott war leidenschaftlich bedacht auf die geistliche Dynamik des Landes. Let me talk to you about Bethel. Lass mich mit dir über Bethel reden. Second most mentioned city in all of scripture after only Jerusalem. Bethel ist die am öftesten erwähnte Stadt in der ganzen Heiligen Schrift, gleich nach Jerusalem. All land is not created equal. Das Land ist nicht überall gleich geschaffen. Some land is more spiritually significant than other land. Manches Land, manche Gegend ist geistlich bedeutsamer als andere Gegenden. God proved that with the Temple Mount. Gott hat das unter Beweis gestellt mit dem Tempelberg. It wasn't incidental that David was led by God to buy that threshing floor for the temple. Es war nicht zufällig, dass David sich geführt sah, diese Dreschtenne vom Grundstück her zu erwerben, um den Tempel dort zu errichten. Hundreds of years before, God had sent Abraham to sacrifice Isaac on that same spot. Hunderte Jahre vorher hatte Abraham den Isaak dort geopfert. That's the most spiritually significant land in the world. Das ist das geistlich bedeutsamste Land der Welt. It defines spiritual energy in the world. Das definiert geistliche Energie in der Welt. What religion is the fastest growing religion in the world today? Welche Religion wächst am schnellsten in der Welt? Islam. Der Islam. Why? Because Warum? They control the most strategic land in the world. Weil das strategischste Stück Land auf der Welt kontrollieren. And Bethel is perhaps the second most significant land. Und Bethel ist das wohl am zweitesten bedeutsamste Stück Land auf der Welt. Jeroboam got it. Jeroboam hat sich um den Nägel gerissen und angerissen. He had a temple in the middle of the nation in his capital. Er hatte
einen Tempel inmitten seines Reiches in der Hauptstadt. But he didn't have any of the golden calves there. Aber in, dort in seinem eigenen Privattempel hat er seine goldenen Kälber nicht aufgestellt. He had one of them up on the northern border in spiritually significant land. Er hatte eine goldenes Kalb aufgestellt von der Figur her an der Nordgrenze auf geistlich bedeutsamem Land. And he put the other at Bethel, this insignificant, out of the way town in the hills, because it wasn't insignificant. Und dann hat er die andere Goldstatue von dem Kalb, von dem Götzenkalb aufgestellt in diesem entlegenen, uninteressanten, unwichtigen Stück Land, weil es eben nicht unwichtig war. And because the golden calves controlled the spiritual climate of that piece of land, it affected Israel. Und weil die goldenen Kälber, die Götzenpräsenz, das geistliche Klima auf diesem Stück Land kontrollierte, because they controlled the land, it affected the spiritual climate of Israel. Hatte das Auswirkungen auf das gesamte geistliche Klima von Israel. God was furious at Jeroboam. Gott war voller Wut gegenüber Jeroboam. And he told him so. Und er hat es ihm gesagt. And after a few generations, God completely destroyed his family line. Und nach wenigen Generationen hat Gott komplett seine Familienlinie ausgelöscht. Destroyed the dynasty. Hat die Dynastie zerstört. Because of the golden calves. Wegen der goldenen Kalbstatuen. And he put another family on the throne of Israel. Er hat eine weitere Familie auf den Thron Israels erhoben. Wouldn't you think the first item of business was to burn the golden calves, maybe? Hättest du nicht geglaubt, dass die erste Amtshandlung hätte sein sollen, die goldenen Kälber zu zerstören? But the spiritual power of Bethel with the golden calf mesmerized the next king. Aber die geistliche Energie, die von diesen Orten ausging, hat den nächsten König total gaga gemacht. So God destroyed another dynasty and another and another. Also hat Gott eine weitere Dynastie ausgelöscht und noch eine Dynastie. God was passionate about land. Denn Gott war leidenschaftlich um das Land. He was patient with Jacob. Er war leidenschaftlich, ging er mit Jakob um. 10 to 20 years for him to get there. 10 bis 20 Jahren, um dahin zu kommen. But when Jacob couldn't even come close to touching God's passion, aber als Jakob nicht im geringsten sich für Gottes Leidenschaft interessierte, kam Unfruchtbarkeit zu ihm. David loved his God. Liebte seinen Gott. A kid out on the hillside with sheep, worshiping God. Ein Jugendlicher auf den Bergwiesen mit den Schafen betete Gott an. God didn't tell him to go get the Ark of the Covenant. Gott hatte ihm nicht vorgeschrieben, die Bundeslade herzubringen. God didn't have to tell him because he loved his God. Er musste es ihm nicht sagen, weil er seinen Gott liebte. And in the face of a man who was passionate about his God, she said, really? Und angesichts eines Mannes, der leidenschaftlich für Gott war, sagte sie, hat's das gebraucht? Barrenness. Unfruchtbarkeit, inability, Unfähigkeit, to share God's passion. Gottes Leidenschaft zu teilen. So what is the cure? Was ist das Heilmittel? It is to look closely, to focus on God's investment in the situation. Es bedeutet, dass wir genau uns anschauen, was Gott in diese Sache hineingesteckt hat. To see how badly God wants it, um zu sehen, wie sehr Gott drauf aus ist und nicht wir selber. So let's go back to Jacob's story. Gehen wir zurück zur Geschichte Jakobs. Genocide in Shechem. Der Massenmord in Sichem. Gotta move. Er musste weiter. Going to go to Bethel finally. Er gelangte letztendlich doch nach Bethel. Oh, and you got to take all your cattle with you. Aber er muss seine ganze Viehzucht mittransportieren. Let's work through the logistics of this. Schauen wir uns die Logistik mal ein bisschen an. Because I'm a businessman, after all, I do logistics. Weil immerhin, das ist meine Gabe als Geschäftsmann, mich mit Logistik zu beschäftigen. The road to Bethel is a winding road along the ridge of the mountain range.
der Pfad nach Bethel schlängelt sich auf den Bergen daher. It's brutal to herd your cattle along that road. Das ist ziemlich brutal, dein Vieh da entlang und hoch zu treiben. They were probably strung out over many kilometers. Die waren über viele Kilometer verstreut. And the sons and the servants were strung out over many kilometers. Und die Söhne und die Diener und Mitarbeiter waren auch verstreut über viele Kilometer. The absolutely most indefensible military posture strewn out in a straight line on the mountain range where you're visible. Und du bist auch militärisch absolut verwundbar, du bist völlig ausgedünnt und ausgedehnt und sichtbar. And you're running away because you're afraid of a military attack. Und du läufst davon, weil du Angst hast, angegriffen zu werden. We've got a problem. Da gibt's ein Problem. No, we don't have a problem. Nein, haben wir nicht. Scripture says that the terror of God came around upon all the surrounding nations. Und die Schrift sagt, dass der Schrecken Gottes auf die umliegenden Nationen kam. Men and women, that phrase is never used anywhere else in Scripture. Diese Wendung findet sich nirgendwo sonst in der Schrift. The fear of the Lord, yes. Die Furcht des Herrn, ja. But the terror of God, never again. Aber der Schrecken des Herrn, das findet sich sonst nirgends. God was so deeply vested in getting Jacob there. He did something he's never done again. Er war so immens daran interessiert, Jakob dahin zu bewegen, dass er was unternommen hat, was er niemals wieder tat. It doesn't matter how spread out they were along the mountain range. Nobody was going to touch them. Egal wie sie sich auf diesem Bergrücken ausgebreitet haben, niemand würde sie angreifen, niemand würde sie berühren. The terror of the Lord, der Schrecken des Herrn, to get Jacob to that place, wurde investiert von Gott, um Jakob von da nach da zu bringen. You stand back and look at that and say, whoa. Und du trittst zurück, schaust es an und sagst, holla. This matters a lot to God. Das bedeutet doch einiges an Gott. Let's look at David. Schauen wir uns David an. Musical ability placed there by God. Er hatte eine musikalische Befähigung, die ihm von Gott verliehen war. Time with the sheep to learn how to play. Er verbrachte Zeit mit den Schafen und sie lernten, also und dabei lernte er das Musizieren. And a spiritual anointing to do deliverance with a harp. Und er entwickelte die Salbung dafür, um ja eine Befreiung durchführen zu können durch sein Harfenspiel. When Saul began having demonic manifestations, they were looking for a musician. Als Saul dämonische Manifestationen hatte, da schauten sie sich um nach einem Musiker. He couldn't just be a skilled musician, he had to be a musician with a spiritual dominion in his sound. Er brauchte nicht nur musikalisches Talent, er brauchte auch eine geistliche Autorität und Herrschaft, wenn er spielte. David as a youngster was the best in the nation. Als Jugendlicher war David der Beste im Land. Let's put a bigger frame around it. Stellen wir das Ganze in noch größeren Rahmen. God did not provide any instructions at all for musical worship when he gave the whole of the Mosaic law. Als Gott das mosaische Gesetz erließ, hat er überhaupt nichts über Anbetung und Musik gesagt. They blew the shofar once in a while. Sie haben hin und wieder das Shofar geblasen. They blew the silver trumpets once in a while. Haben hin und wieder die silbernen Trompeten geblasen. But all of their worship was non-musical. Aber all ihre Anbetung hatte mit Musik nichts zu tun. And God was waiting. Und Gott wartete einfach. Music goes back to about 4 generations after Cain or after Adam. Die Musik lässt sich zurückverfolgen bis kurz nach Kain und Adam. The world was full of music. In der Welt damals gab es mehr als genug Musik. And God was waiting for hundreds of years. Aber Gott wartete hunderte Jahre lang zu. For somebody to say, hey, why don't we use music for worship?
bis einer auf die Idee kommen würde, der sagen würde, hey, warum verwenden wir nicht Musik, um Gott anzubeten? How many tens of thousands or hundreds of thousands or millions of Hebrews were born and died without having that idea? Wie viele Zehntausende von Israeliten sind geboren und gestorben, ohne je auf die Idee gekommen zu sein, von Lobpreismusik? And God waited. Und Gott wartete einfach. And he designed David. Und dann hat er David hervorgebracht, to give the gift of worship music to the world. Um durch David das Geschenk der Lobpreismusik der Welt zu machen. To write the largest book in the Bible. Um das umfangreichste Buch der Bibel zu verfassen. I think God kind of liked the idea. Ich glaube, Gott könnte Gefallen gehabt haben an der Idee. And you look at that size of an investment and you get upset because a man is passionate about music and his God. Du schaust dir eine solch große Investition Gottes an. Und dann wird jemand ja, eifersüchtig oder ärgerlich wegen der Leidenschaft dieses Mannes für Gott. Follow the trail of God's investments and you will learn some things about his heart. Folge der Spur von Gottes Investitionen und du bekommst eine Ahnung, wofür Gottes Herz schlägt. I know two things about God's heart for Germany. Ich weiß zwei Dinge, die Gottes Herz für Deutschland sind. God's got big plans for Berlin. Gott hat große Pläne für Berlin. There's a lady there that was having a very hard life. Da gibt's eine Frau dort, die ein sehr schweres Leben hatte. She went to a conference somewhere and somebody introduced her to our book Blessing Your Spirit. Sie ging in eine Konferenz und jemand empfahl ihr unser Buch Stärke oder Segne deinen Geist. She bought it, took it home. Sie hat es gekauft, nach Hause genommen, transformed her life. Hat ihr Leben umgekrempelt. And she's become passionate about that book. Und sie wurde leidenschaftlich für das Buch. She has changed every aspect of her lifestyle possible to reduce expenses. Sie hat jeden Bereich ihres Lebensstils verändert, um Ausgaben zu reduzieren. She lives on a very small income personally. Sie lebt von einem sehr geringen Einkommen persönlich. And uses all of her discretionary money to buy that book from us. Und verwendet all ihr übriges Geld, was sie dadurch übrig hat, um dieses Buch von uns zu beziehen. And she has a plan for all the rest of her life. Und sie hat einen Plan für den Rest ihres Lebens. She is going to get that book in every single church in Berlin. Sie möchte dieses Buch in jede einzelne Gemeinde in Berlin bringen. She'll do whatever it takes to get face to face with the pastor. Und sie tut, was immer es braucht, um den Pastor persönlich zu treffen. To share her story. Die Geschichte zu erzählen. To share her passion. Um ihre Leidenschaft weiterzugeben. And to give him a copy of the book. Und um ihm eine Ausgabe des Buches zu schenken. I look at that and say, wow. Ich schaue mir das an und denke mir, wow. God hasn't done that to any other city in the world. None. Gott hat das mit keiner Stadt bisher gemacht auf der Welt, nur mit Berlin. God's kind of passionate about Berlin. Gott ist leidenschaftlich bedacht auf Berlin. He's got a plan. Er hat einen Plan. I'm a businessman. Ich bin ein Geschäftsmann. I watch where investment money goes. Ich mache mir Gedanken, wo investierendes Geld hingeht. And where you see investment going, you know that somebody has a heart for that area. Und wo das Investment hingeht, da weiß, dass Gott ein Herz dafür hat, für diesen Bereich. I'm from America. Ich komme aus Amerika. There's a lot of Germans in America. Da gibt es viele Deutsche in Amerika. I live in the city of Anaheim. Ich lebe in der Stadt Anaheim. Does the name sound at all interesting to a German speaker? Der Name hört sich für eine, vom Namen, vom Klang her für deutsche Menschen interessant an. I want you to think about this. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst. In the 1800s, a bunch of Germans left Germany and they went to the east coast of the United States.
Da haben einige Deutsche Deutschland verlassen und sind an die Ostküste der Vereinigten Staaten gezogen. They probably landed in New York, like most immigrants. Sie sind wahrscheinlich in New York gelandet, wie die meisten Immigranten. And they traveled from New York all the way to the west coast of the United States. Und sie sind von New York den ganzen Weg bis zur Westküste der Vereinigten Staaten gereist. In the 1800s. Im 19. Jahrhundert. Not by airplane. Nicht mit dem Flieger. Looking for a place that they liked. Und sie hielten Ausschau nach einem Ort, der ihnen gefallen würde. And they ended up in this patch of land in California and they established a colony and called it Anaheim. Und sie haben dort an diesem Stück Land in Kalifornien, haben sich niedergelassen, haben gedacht, da gefällt es uns und haben dem Namen Anaheim gegeben. Anaheim, California has the largest German club outside of Germany. Population-wise? Largest German club. Oh, club. Cultural center. Okay. In Anaheim gibt es den größten Kultur, das größte Kulturzentrum von Deutschen in den ganzen Vereinigten Staaten. But there's Germans all over the US. Aber natürlich gibt es überall Deutsche in den Vereinigten Staaten. Some very recently from World War II. Einige, die kommen aus dem Zweiten Weltkrieg. But many that are 2, 3, 4, 5 generations in the US. Aber einige sind schon 3, 4, 5 Generationen in den Vereinigten Staaten. And as I travel around the US, I meet Germans in the US. Und während ich so rumkomme in Amerika, da treffe ich Deutsche in den Vereinigten Staaten. Over the years, I have done a significant amount of deliverance for Germans in the US. Im Lauf der Jahre habe ich erstaunlich viel Befreiungsdienst durchgeführt an Deutschen, die in den Vereinigten Staaten leben. But there's an interesting detail to those deliverances. Aber es gibt ein interessantes Detail bei diesen Befreiungen. Every single German American that God has ever had me minister deliverance to. Jeder einzelne deutsche Amerikaner, deutschstämmige Amerikaner, an dem der Herr mich geführt hat, Befreiungsdienst durchzuführen, had roots in Bavaria. Hatte Wurzeln in Bayern. Not one single one from all the rest of Germany. Es war kein einziger, zu dem Gott mich geführt hat, der aus irgendeinem anderen Teil Deutschlands kam. Sie kamen alle aus Bayern. And I'm coming back in June to do a conference in Bavaria. Und ich komme im Juni zurück, um in Bayern eine Konferenz durchzuführen. And God has my attention. Und Gott hat meine Aufmerksamkeit. God started 15 years ago. Gott hat vor 15 Jahren angefangen, mich in der geistlichen Dynamik von Bayern zu trainieren. I say, whoa. Ich dachte mir, God's making an investment. Gott investiert hier was. He's got a plan. Er hat einen Plan. That's not just a conference in June. There's something a whole lot bigger going on in June. Da gibt es nicht bloß eine Konferenz an einem Wochenende im Juni, sondern da ist was Größeres im Busch. So we follow the trail of God's investments and we find out where his heart is. Und wir folgen der Spur von Gottes Investitionen und wir finden seinen Herzschlag. Remember that verse Jesus gave us where your treasure is, there your heart. Denk an die Stelle, die Jesus gegeben hat, wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. You want to know where Father's heart is? Möchtest du wissen, wo das Herz des Vaters liegt, dann folge der Spur des Schatzes des Vaters. So on a personal level, our strategy for avoiding barrenness is to pursue fulfillment. To avoid barrenness, you pursue fulfillment. Unfruchtbarkeit zu vermeiden, musst du der Erfüllung folgen. And fulfillment means using everything that God has given you. Und Erfüllung heißt, dass du all das nutzt, was Gott dir gegeben hat. If you have 100 units of potential, wenn du 100 Maßeinheiten von Potenzial hast, and you only unpack 40% of it, und nur 40% davon nutzt, when you're old and retired, you will have 40% fulfillment and 60% barrenness and futility.
dann wirst du, wenn du alt bist, 40% Erfüllung haben, rückblickend auf dein Leben, und 60% Unfruchtbarkeit und Vergeblichkeit. Now here's the problem. Hier ist das Problem. You have no idea what's in you. Du hast keine Idee, was in dir steckt. Oh, you have a little bit of an idea of some things, but most of who you are, you don't know. Du hast eine kleine Idee von etwas, aber das meiste, was in dir steckt, weißt du nicht. God has designed me a little different than other people. Gott hat mich etwas anders wie andere Menschen gemacht. In order to deal with the spiritual structures in Bavaria. Um mit den geistlichen Strukturen von Bayern Umgang zu haben. But when I was 20 years old, planning my life. Aber als ich 20 Jahre alt und mein Leben erträumte und plante, I didn't know Bavaria existed. Da wusste ich noch nicht mal, dass es Bayern gibt. So God had to bring those people to me in order to unpack what he knew was in me that I didn't know was there. Gott musste diese Leute zu mir bringen, um auszupacken, was in mir war, von dem ich gar nicht wusste, dass es da drin war. Let's talk about the material on nurturing your spirit. Sprechen wir über das Material, den Geist zu nähren. I had no idea that that concept existed. Ich hatte nicht mal den Schimmer einer Ahnung, dass sowas überhaupt möglich sei. I had even less idea that I had an ability to bring that to the world. Noch weniger dachte ich, dass ich die Fähigkeit hätte, das in die Welt zu tragen. So God had to come after me. So musste Gott mich mir nachjagen. He set an elegant trap. Und hat eine elegante Falle ausgelegt. I was on the road. Ich war unterwegs. In the guest room of a friend's house. Und zwar im Gästezimmer des im Haus eines Freundes. Jesus Christ came to me that night and said, Arthur, do you believe in miracles, healing miracles? Da kam Jesus Christus zu mir in der Nacht und sagte mir, Arthur, glaubst du an Heilungswunder? I knew immediately it was a trap. Ich wusste gleich, dass es eine Falle wäre. You're not going to win against God, so you may as well just put both feet in the trap and be done with it. Und da du nicht gegen Gott gewinnen kannst, kannst du dich gleich sagen, okay. So I said, yes, Lord, I absolutely believe in healing. Und ich sagte, Gott, ich glaube absolut an Heilung. And I went down the list of the healings I've been involved in, the healings I've heard of, and I said, I absolutely believe in healing miracles. Yes, Lord. Und dann sagte ich, ja, Herr, ich glaube an Heilungen und alle möglichen Heilungen stand mir vor Augen. And the trap closed. Und dann sprang die Falle zu. And Jesus said, Arthur. Dann sagte Jesus zu mir, Arthur. Why are all your healing miracles from the chin down? Und sagte er, warum sind all deine Heilungswunder abwärts des Kinns? Don't I heal from the chin up? Heile ich nicht auch aufwärts vom Kinn aufwärts? And I realized we have a diagnosis of cancer and you mobilize the intercessors. Und ich merkte, wir haben eine Krebsdiagnose und mobilisieren die Fürbitter. You get a diagnosis that your child has cerebral palsy. Du hast eine Diagnose, dass dein Kind leidet an, weiß jemand, was es ist? And we accept it and pray compassion. Also auf alle Fälle mit dem Gehirn. Ja, und wir akzeptieren das und beten mit Leidenschaft. And that night God said, when a diagnosis comes in of cerebral palsy, we accept it and we pray compassion for the parents instead of trying to heal it. Wenn wir also von bitte? Eine Lähmung ist das? Nein, das ist nicht. Das ist etwas Zerebrales, etwas im Gehirn, eine Lähmung im Gehirn. Und dann beten wir für die Eltern um Mitgefühl, dass Gott ihnen beischützt und sie tröstet, weil wir ratlos sind, wie wir mit der Heilung klarkommen. And that night God said, I want to release a new way of healing from the chin up. Da sagte Gott zu mir, ich möchte eine neue Art des Heilens vom Kinn aufwärts dir geben. The vast majority of all the things that I know, I didn't go looking for. Die meisten Dinge, die ich heute tue, nach denen habe ich gar nicht gesucht. God brought the problems to me.
Gott hat die Probleme zu mir gebracht. And he brought those problems to me because he knew I had been made to solve those problems. Und er brachte diese Probleme zu mir aus dem, allein und einzig aus dem Grund, weil er wusste, ich bin dafür gemacht, die Probleme zu lösen. But we have an issue. Aber da mein Thema. Not everybody is supportive of our solving those problems. Nicht jeder findet die Art und Weise, wie wir diese Probleme lösen, gut. New paradigms in the church have a special name. Neue Paradigmen in der Gemeinde bekommen einen besonderen Namen. They're normally called heresies. Die werden normalerweise Irrlehre genannt. And so we face a choice of unpacking who we are or having peace in the community. Und wir haben dann die Wahl zwischen dem, dass wir auspacken, wer wir sind, oder dass wir uns, ja, den Frieden wahren. In almost every sector of society, trailblazers are rejected. In fast jedem Bereich der Gesellschaft werden Pioniere abgelehnt. In medicine, in der Medizin, in education, im Bildungswesen, in psychology, der Psychologie, in religion, im geistlichen Bereich, in sports, im Sport, in military technology, in der Militärtechnologie. Innovators run the risk of the wrath of the community. Innovatoren ziehen leicht den Zorn der Gemeinschaft auf sich. 20 years later, 20 Jahre später, they're geniuses. Sind sie Genies. At the moment, im Moment aber, they're told to get normal, please. Könntest du nicht sein wie alle anderen auch? And that brings us full circle to Salzburg. Und das bringt uns komplett zurück zu Salzburg. I asked the Lord, what happened? Und ich frage den Herrn, was ist passiert? And he gave me a story that is very familiar to you. Und er gab mir eine Geschichte, die er gut kennt. The story of Mozart. Die Geschichte von Mozart. Started here. Hat hier angefangen. And he had a patron. Und er hatte a kind of mentor or einen Vormund, ja. Financial supporter. Er hatte einen Mäzen. And he had fire in his belly. Er hatte Feuer im Bauch. He wanted to go farther and do more. Er wollte weitergehen, mehr bewegen. And the city kept trying to neaten him up and calm him down and tell him to be more normal with his music. Und die Stadt sagte ihm, sei doch ein bisschen mehr wie alle anderen, sei normaler mit seiner Musik. Eventually he had a trip to Vienna. Schließlich zog er nach Wien. Found somebody else there that thought he was exciting. Fand jemanden dort, der ihn begeisternd fand. Made plans to leave everything here in order to invest there. Und er machte Pläne, alles hier zurückzulassen, um dort zu investieren. And most of his mentors and most of his friends told him, don't do that, just be patient, come back here. Und die meisten Mentoren und Freunde sagten zu ihm, mach das bloß nicht, hab Geduld, bleib hier. But he refused to be slow and proper and patient. Aber er weigerte sich, langsam und geduldig und ja, angepasst zu sein. So he spurned Salzburg and spent his life in Vienna. Also hat er Salzburg verlassen, sein Leben in Wien verbracht. Now let me be extremely clear. Um es ganz deutlich zu machen. The chains around the gift of the church have nothing to do with that spat between Salzburg and Mozart. Und um es deutlich zu machen, die Ketten, die an der Gemeinde hängen, haben nichts zu tun mit Mozart und dieser Situation. God was just giving us a picture of what happened in the religious realms. Gott wollte nur eine Analogie geben für das, was im geistlichen Bereich geschehen ist. Somewhere in the past, God has sent a trailblazer to the city. Irgendwann in der Vergangenheit hat Gott einen Pionier in die Stadt geschickt. Somebody who shared the passion of the heart of God. Und jemand, der die Passion, die Leidenschaft des Herzens Gottes trug. He was too passionate for the
body of Christ in the city. Er war zu leidenschaftlich für den Leib Christi in der Stadt. And they rejected him. Und sie haben ihn abgelehnt. And the spirit of barrenness came. Und dann kam der Geist der Unfruchtbarkeit hierher. I don't know if he is a high-profile person in history. Ich weiß nicht, ob es eine sehr markante Person der Geschichte ist. I don't know if this was part of the Protestant Reformation. Ich weiß nicht, ob es Teil der protestantischen Reformation war. Don't know if you can find his name in history. Ich weiß nicht, ob du seinen Namen in Geschichtsbüchern findest. Don't know if he was purged from the city so quickly, so quietly that you'll never know who he is. Möglicherweise ist er so schnell weggefegt worden aus dieser Stadt, dass du niemals erfahren wirst, wer er ist. Obviously, you want to start looking at history. Natürlich magst du die Geschichte studieren. Maybe some of you already know who he is. Vielleicht wissen manche von euch schon, wer das war. But what happened to that person back then has happened on a smaller scale hundreds of times. Was dieser Person damals geschehen ist, ist im kleineren Bereich seit Jahrhunderte Male geschehen. It's a nice city. Eine sehr schöne Stadt hier. It's kind, nett, gentle, angenehm, elegant, sehr elegant, well behaved. Alle führen sich gut auf so. Internationally honored, sehr international anerkannt. Proper. Sehr anerkannt. And again and again and again. Und wieder the men and women of God have had to choose. Und wieder mussten Männer und Frauen Gottes wählen. Are we going to embrace the passion of God? Werden wir die Leidenschaft Gottes ergreifen? At the expense of the anger of people. Und den Zorn der Menschen auf uns ziehen? Or is fear of man? Oder ist die Menschenfurcht? Going to keep us silent. Wird uns leise und still bleiben lassen. Accepted. Angepasst, anerkannt. Proper. Und korrekt. And over the centuries. Und die Jahrhunderte hindurch. Propriety has won too many times. Hat die Korrektheit zu oft das Feld behalten. Over the centuries, too many good, proper people have despised the passion in the heart of God's people. Und im Lauf der Jahrhunderte haben zu viele Menschen die Leidenschaft im Herzen von seinen Leuten verachtet. A hard word. Ein hartes Wort. But you know better than I know that the treasures of the body of Christ in the city. Aber ihr wisst das besser wie ich, dass die Schätze des Leibes der Gemeinde an den Stuhl gekettet sind. You can sit in the chair and you can sit up, but you can't get up. Du kannst im Stuhl sitzen, du kannst dich erheben, aber du kannst nicht voll aufstehen. You can get this far, but you can't get traction. Du kannst nur so weit gehen, du kannst nicht wirklich Schritte tun. You can begin, but you can't become. Du kannst nur anfangen, aber nichts werden. And you try and you strain against the chains in the chair and then there's that weariness of futility of. Und du kämpfst an gegen die Ketten des Stuhls, aber dann kommt die Müdigkeit zu dir und du musst dich wieder ausruhen. Not because of you. Hat nichts mit dir zu tun. It's certainly not limited to this congregation. Das ist sicherlich nicht beschränkt auf diese Gemeinde. It's an old root in the city. Das ist eine alte Wurzel in der Stadt. In Colossians 1 there's a very absolute statement about Christ. In Kolosser 1 findet sich eine absolute Aussage über Christus. He died on the cross to reconcile all things. Er starb am Kreuz, um alle Dinge mit sich zu versöhnen. Including the body of Christ in Salzburg. Auch den Leib Christi in Salzburg. As old as the barrenness is. So alt wie die Unfruchtbarkeit sein mag.
As limited as the church is today, with a chain holding you to the chair. So limitiert die Gemeinde sein mag, wo die Kette sie noch an den Stuhl fesselt. Jesus is not limited. Jesus ist nicht limitiert. All things. Alle Dinge. There's some work to be done. Es muss Arbeit passieren. There's some research to explore. Es gibt etwas Nachforschungen zu betreiben. Whether you find a name or 50 names is kind of secondary. Ob du einen Namen dabei findest oder 50 Namen, spielt nicht so groß die Rolle. Whether you do this alone or whether a few other churches will gather with you is secondary. Ob du das selber machst oder mit ein paar Gemeinden zusammen, spielt keine Rolle. What I can tell you is this is God's season. Aber was ich dir sagen will, ist, dass das Gottes Zeit ist. He wants the chains off worse than you want the chains off. Er möchte, dass die Ketten fallen dringlicher als du es jemals wolltest. He's aching to see the church in this city become as beautiful as the city is. Er verlangt danach, dass die Gemeinde dieser Stadt so schön wird wie die Stadt selbst. And so there's some work to be done. Und so muss Arbeit passieren. One or more events to be had. One or more events to be held. Vielleicht noch ein oder zwei Ereignisse, die durchgeführt werden müssen. Publicly or privately, there will be some identification or repentance. Öffentlich oder privat wird es Identifizierungsbuße brauchen. And there need to be two specific sins that are owned by the body of Christ. Und zwei spezifische Sünden müssen ergriffen werden vom Leib Christi. And you who are from Salzburg need to walk in two camps. Und ihr aus Salzburg müsst in zwei Lagern wandeln. As citizens of Salzburg, you come before God and confess the sins of your forefathers. Als Bürger von Salzburg müsst ihr vor Gott die Sünde eurer Vorfahren bekennen. You confess the fact that your forefathers would rather be proper than passionate. Ihr müsst bekennen, dass eure Vorväter es und Vorfahren es vorgezogen haben, korrekt zu sein und anerkannt zu sein als leidenschaftlich. They despise the fire of God in the heart of man. Sie haben das Feuer im Herzen der Menschen verachtet. So as members of the body of Christ and as citizens of Salzburg, you confess that sin. Als Glied des Leibes Christi, als Bürger von Salzburg, bekennt ihr diese Sünde. But then you go to the other side of the equation. And you confess the fact that many allowed the fire to go out in the face of the hostility of the culture. Und dann müsst ihr auf die andere Seite gehen und anerkennen, dass viele erlaubt haben, dass das Feuer ausgeht angesichts der Feindseligkeit der Gesellschaft. Both sins have contributed to the chain that holds you to your chairs. Beide Sünden haben beigetragen, dass ihr an die Sessel, an die Stühle gekettet werdet. Both sins are less than the power of the blood of Christ. Beide Sünden sind schwächer als die Macht des Blutes Christi. That's the easy part. Und das ist noch der einfache Teil. To deal with the past. Um mit der Vergangenheit aufzuräumen. To cleanse the record of however many hundred years it's been. Um die geschichtliche Beeinflussung von den letzten 500 Jahren und wie lange es her ist, in Ordnung zu bringen. And to release the chains. Und die Ketten fallen zu lassen. That's easy. Das ist einfach. Sometime after that. Irgendwann danach. God will test you. Wird Gott dich prüfen, er wird die Stadt prüfen. He will send passion. Er wird Leidenschaft senden. Into your clean, proper community. In deine nette, korrekte Gemeinschaft. To find out whether things have really changed. Um rauszufinden, ob die Dinge mittlerweile anders geworden sind. Or not. Oder nicht. David was defiant. David war absolut unbeugsam. He told Michael,
you haven't seen anything yet. Er hat Michael gesagt, wenn das dich schon stört, du hast noch nicht mal erkannt, was dich stören wird. I've only begun to be passionate. You're going to see more of this kind of passion. Ich habe gerade mal angefangen, leidenschaftlich zu sehen. Du weißt gar nicht, wie man Leidenschaft buchstabiert. And when God releases a new fire in your midst, it will be a messy fire. Und wenn Gott ein neues Feuer in deiner Mitte entzündet, dann wird es verrückt und wild sein. It's easy to weep about the chains that suppress the prophetic word today. Es ist leicht zu weinen über die Ketten, die das prophetische Wort heute niederhalten. It will be a very different thing to stand against the wrath of the city and the church in the city and steward the passion of the heart of God. Es wird noch viel schwerer sein, in der Stadt dann zu stehen und den Zorn auszuhalten, der dann gegen die Leidenschaft des Herzens Gottes kommen wird. And nobody can do it for you. Und niemand kann dir dann diesen Kampf abnehmen. I can't. Ich kann es nicht. I'm not from Salzburg. Denn ich bin nicht aus Salzburg. To break through and to bring the life of God to this city. Um durchzubrechen und das Leben Gottes zu dieser Stadt zu bringen. Will require somebody or some body of people. Es wird jemanden brauchen oder eine Gruppe von Menschen. Who is willing to receive the fire of the passion of God. Die das Feuer der Leidenschaft Gottes zulassen. And to defy the city's rules of propriety. Und unbeugsam sind gegenüber die Regeln, die Verhaltensregeln der Stadt. I have walked there. Ich bin da schon gegangen. And I know the fire burns hot. Und ich weiß, dass das Feuer heiß brennt. If you look at human history, never is evil done more savagely than in the name of God. Wenn du die Geschichte anschaust, wird das Böse nirgendwo brutaler ausgeführt als im Namen Gottes. There is a socially acceptable way of dealing with heretics. Es gibt einen sozial üblichen und anerkannten Umgang, mit Irrlehrern umzugehen. You burn them at the stake. Du brennst sie am Scheiterhaufen. Thousands of heretics with a passion of God have died. Tausende von Ketzern mit der Leidenschaft Gottes im Herzen sind so umgebracht worden. But God wants this city back. Aber Gott möchte die Stadt zurückhaben. In this season. Und zwar in dieser Zeit. And I say to you very simply and cleanly, even though this is a harsh message, you have found favor in the eyes of God. Und ich möchte euch sagen ganz deutlich, obwohl das eine harte Botschaft ist, ihr habt Gunst gefunden in den Augen Gottes. He could have sent this message to any church in the city. He sent it here. Er hätte diese Botschaft jeder Gemeinde in dieser Stadt schicken können, er hat sie euch geschickt. God is giving to you an opportunity to change the history of Salzburg. Er gibt euch eine Gelegenheit, die Geschichte der Stadt Salzburg zu wenden. You've sung big songs. Ihr habt große Lieder gesungen. You've prophesied big prophecies. Ihr habt große Prophetien ausgesprochen. You've shared big visions. Große Visionen mitgeteilt. And God says, I like your heart. Und Gott sagt, ich mag euer Herz. But now, aber jetzt, you have to live your heart, not your mouth. Jetzt müsst ihr euer Herz ausleben, nicht eure Worte. So I step into my office as prophet now with a blessing for you. Und jetzt trete ich in mein Amt als Prophet mit einem Segen für euch. And I bring to you chapter 11 of Judges. Und ich bringe euch Kapitel 11 des Richterbuchs. Verse 4 is one of the most painful verses in all of Scripture. Vers 4 ist einer der traurigsten Verse der ganzen Schrift. It says, some time later, God visited Jephthah and opened doors for him. Da heißt es, einige Zeit später besuchte Gott Jephthah und öffnete Türen für ihn. Some time later was between 40 and 50 years. Und dieses etwas später war 40 oder 50 Jahre später. From the beginning of the pain to the intervention of God, that sometime later was hard.
Und von Anfang des Schmerzes bis diese etwas später sich wendete, das war schwer. So I bless you with endurance for the walk. So segne ich euch mit Ausdauer auf dem Weg. I bless you with endurance to stand in the middle of the fire. Und ich segne euch mit Ausdauer im Feuer zu stehen. I bless you to stand in the face of criticism and rejection. Ich segne euch, stehen zu bleiben angesichts von Kritik und Ablehnung. I bless you to stand in the face of rejection by the spiritual, political and social leaders. Ich segne euch, die Ablehnung von politischen, gesellschaftlichen und religiösen Leitern auszuhalten. I bless you with the endurance to finish the race. Ich segne euch mit der Ausdauer, den Lauf zu vollenden. And to bring into this city life again. Und dieser Stadt neu Leben zu spenden. To unchain the gifts of the church. Die Gaben der Gemeinde zu entfesseln. And to become the change agents for the city that God loves. Und die die Veränderungsträger in der Stadt zu werden, die Gott so liebt. I bless you with not second guessing your strategy. Ich segne euch damit, dass ihr keine Zweifel haben braucht an eurer Strategie. I bless you with not doubting the value of what you're doing. Ich segne euch, dass ihr nicht zweifelt an dem Wert dessen, was ihr tut. I bless you with being so saturated with the passion God gives you that the city cannot put out the fire this time. Ich segne euch, dass ihr so durchsättigt seid mit der Leidenschaft, dass die Stadt dieses Mal das Feuer nicht auslöschen kann. I bless you with having the desires of your heart fulfilled. Ich segne euch damit, dass ihr das Verlangen und das Begehren eures Herzens erfüllt seht. I have heard your pastor's heart. Ich habe das Herz eures Pastors gehört. I know he has little desire to build another church. Und ich weiß, er hat wenig Verlangen danach, eine weitere Gemeinde aufzubauen. He wants to provide kingdom-size change. Und er möchte eine Veränderung bewirken, die dem Reich Gottes würdig ist. And I bless you with the fulfillment of those dreams. Und ich segne euch mit der Erfüllung dieser Träume. I speak over you the blessing of Psalm 23. Und ich spreche über euch den Segen vom Psalm 23 aus. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Und auch wenn ich wanderte durch das Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. And I bless you with the next verse. Und ich segne euch mit dem nächsten Vers. He prepares a table for me in the presence of my enemies. Er bereitet einen Tisch vor mir im Angesicht meiner Feinde. And the last verse. Und auch dem letzten Vers. Surely goodness and mercy will pursue me all the days of my life. Ganz bestimmt werden mir nur Gutes und Barmherzigkeit nachjagen alle Tage meines Lebens. I bless you with going through the valley of the shadow of death without losing your passion. Und ich segne euch, dass ihr das Tal des Todesschattens gehen könnt, ohne eure Leidenschaft zu verlieren. I bless you in the name of the King and the Bridegroom, who is the head over the church in Salzburg. Und ich segne euch im Namen des Königs und des Bräutigams, der das Haupt der Gemeinde in Salzburg ist. I bless you in the name of the God who has decreed that this is the season for change in Salzburg. Und ich segne euch im Namen des Gottes, der beschlossen hat, dass dies die Zeit der Veränderung ist in Salzburg. I bless you with stepping through the open door. Ich segne euch, dass ihr jetzt durch die offene Tür treten könnt. I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Und ich segne euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 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 Ich will nicht viel sagen. Ich möchte euch nur einladen, in diesem Moment Danke zu sagen mit der Liebessaat, die ihr jetzt in diesem Moment in dieses prophetische Wort, in diese Situation hineinseht. Lasst uns jetzt intentionell geben. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, auch über die Webseite etwas zu sehen, zu geben an Sapphire? Is there opportunity to sow into your website online? Yes.
if you feel led to sow into this moment financially, to this prophetic flow, into the work that Arthur is doing, I encourage you to go to the website in America, theslg.com, or wenn ihr online geben wollt und ihr schaut zu, ihr könnt auch zu sapphireaustria.com gehen und dort auch die Gelegenheit nutzen, zu sehen in diese Sache hier, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.